Mali falle. Hä? Hat mich der Hund da ein wenig auf die Seite geschoben? Kann sein. Und jetzt würde ich einfach gerne dem Fluss, so gut es geht, folgen. Ja. Einmal Fackel an. Bam, 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 bam. Schöner Fluss. Hallo? Hallo? Interessanter Ort. Ja, schlafen und speichern. Ja, 8 Stunden. Komfort ist ziemlich beschissen. Aber wenigstens haben wir die Nacht dann so ein wenig überstanden. In einem geschützten Bereich. Also, Sattheit geht auch noch. Guten Morgen! Und das Spiel wurde gespeichert. Das ist auch nice. Gut, wir gehen weiter dem Fluss entlang. Na, das ist ja natürlich meine größte Hoffnung, dass wir einen Müller finden, der uns geliehene Sachen abnimmt oder abnehmen kann. Oh, diese Plörre. Ein Plateau, also gut für Hinterhälte. Fühle ich mich hier sicher? Geht so. Da. Gibt's Besseres. Ich hoffe, Hunde geht's auch noch halbwegs gut. Dort vorne sehe ich wieder Hütchen, aber sieht jetzt nicht nach einer Mühle aus. Aber wir machen uns das Beste daraus. Einmal über Stock und Stein, Stock und Stein, Stock und Stein, wir gehen über Stock und Stein. Trilla, trilla, tro. Da ist ein Karren mit nichts drauf. Ja. Das ist jetzt. Ja. Jetzt können wir halt hier noch hinauf. Ja, komm, dann gehen wir nach Skalice. Ja, nach Skalice hinauf. Weil ansonsten. Was jetzt halt das Gefährliche ist. Wenn ich es jetzt noch richtig sehe, von hier kamen ja, also das heißt, wir können hier direkt irgendwo in ein Kumanlager reinspazieren. Das ist jetzt hier die Gefahr, ne? Das ist jetzt halt wirklich hier die Gefahr. Aber wir sind, gut, die Zeit ist ja ein Stückchen weitergegangen. Also vielleicht sind die ja irgendwo eine Art, ja, weitergezogen. Mal schauen. Schlimmstenfalls direkt in deren Hauptstreitlager, was dann echt doof wäre. Aber wir machen das Beste daraus. Ich bin angespannt, aber eigentlich für ein so großes Heer, wie sie es
gezeigt haben in der Sequenz, sieht es hier jetzt gerade noch unspannend aus. Ja, hier haben sie ein wenig was gefällt. Mal schauen, ich gehe jetzt mal den Weg. Der geht jetzt wahrscheinlich da so links nach unten und dann können wir irgendwo rechts rüber. Und dann kommen wir so ein wenig von der Seite, wo wir mit der... Die gute Frau, wo wir das erste DLC durchgespielt haben, mit der waren wir ja dann auch so seitlich dann ein wenig unterwegs über die Hügel für die Blumen zu suchen, für den Bruder. Alter. Wunderschön das Ganze. Mond. Jetzt einfach hier nach unten und dann rechts rüber. Ah, ich dachte vom Schatten her, der Bogen ist draußen in unserer Hand. Sieht ein wenig so aus, ne? Aber das müsste der Schild sein. Weil irgendwas sieht so aus, als hätte er es in der Hand. Aber ich weiß nicht, ob das einfach so ein bisschen ein Anzeigefehler ist. Dass er, wenn er nichts in der Hand hat, dass doch irgendwas so aussieht, als hätte er es in der Hand. Nur ist das unsichtbar, aber es wirft dennoch einen Schatten. Wüsste ich zwar nicht, weshalb das so gemacht werden würde, von der Programmierung her. Aber du, ich habe in dem Punkt keine Ahnung. Vor allem finde ich die Bäume so geil. Also ich meine, von der Grafik her kann natürlich noch vieles realistischer sein. Aber ich meine, von der Baumform her, von den Baumarten her, du hast so unterschiedliche Bäume. Und das kannst du erkennen. Also du erkennst... Lärchen, du erkennst Fichten, Birken, du erkennst es einfach von der Baumstruktur her und das ist einfach, es gibt wenige Spiele, meistens hast du entweder Fichten und irgendwelche Standard-Laubbäume und dort ist Kumanenlager. Also das heißt, dort nicht hingehen. Okay. Ja. Auch wenn ich das sehr gerne machen würde, aber wir sind halt ein Noob und als Noob dann dort reinzustürmen ist nicht klug. Essen, das war gut. Können wir... Nee. Waschzuber. Nope. Da die zerstörte Burg. Und da waren wir doch mit der guten Dame, oder nicht? Dann gehe ich jetzt mal so ein wenig hier entlang und dort vorne dann runter. Und der eine andere Kollege, dieses A mit O, der uns ja verpfiffen hat bei den Banditen, der soll auch noch auf seine Kosten kommen. Okay, hier ist irgendein Lager.
Okay. Schloss knacken leicht. Wieso darf ich hier nicht sein? Aber wirklich irgendwie... Auf dem Karren darf ich nicht sein? Aber wirklich so... Jetzt darf ich nicht sein. Jetzt schon. Jetzt wieder nicht. Okay. Oh, ja. Was soll ich sagen? Ich meine... Der Karren, also nur Pferde, ne? Nur Pferde dürfen den Karren ziehen, keine Menschen. Das ist wahrscheinlich so das kleine Minenhütchenstädtchen für das Silbererz, das sie abgetragen haben. Da ist ein Brief. Branntwein, Met. Schon. Ich hadere mit zu viel mitzunehmen. Ist ja nur schon schlimm genug, dass ich da die Kissen jetzt rausgeräumt habe. Oder ausgeräumt habe. Nicht raus, sondern aus. Überall Kies und Kies. Wahrscheinlich die Endhalde. Für das Gestein, das sie aus den Minen rausnehmen. Auch nichts. Die größeren Steine für... Ja, zum Bauen. Darüber zu den Hütchen noch und dann... mal runter. Ja, da sind die Zimmerer gewesen. Schloss knacken. Jo. Hä? Ja. Man weiß ja nie, ne? Dort hat's noch ein Hütchen. Also jetzt mache ich eher die Hütchen absuchen, um einfach Schlösserknacken noch ein bisschen zu pushen. Weil, ich meine, alles gibt ja irgendwo Erfahrungspunkte. Oder vieles gibt Erfahrungspunkte. Nicht alles, aber vieles. Und wenn man so ein wenig noch zusammentragen kann, finde ich es jetzt nicht allzu schlecht. Und wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe... Okay. Ich meine, wieso nicht? Mal schauen, was wir hier unten noch so finden. Also da geht's ja runter in die Mine. Runter, 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 runter. Alter, das ist jetzt ziemlich beeindruckend, dass sie so lange Bäume finden, die noch so schmal waren. Da geht's doch noch weiter runter, oder? Jupp. Es war noch nicht dunkel genug. Keine Angst, ich mach dann schon die Fackel an. Aber zuerst muss ich einmal irgendwo wieder unten ankommen.
Alter, die haben tief gegraben. Also wenn ich jetzt dann gleich auf den Ballrock treffe, dann... weiß ich eines, ich verdufte von hier. Alter, die Rüstung ist laut. Kann ich die... Seht ihr was? Ja, also das Licht hier vorne schon... Geht noch, ne? Zwar sehr dunkel, aber es geht noch mit etwas erkennen. Hm? Wo war's? Ja. Ich nehme es halt jetzt schon Wunder, wo was jetzt wie hingeht. Ja. Oh, aber die Armschienen, die klappern und klappern und klappern. Jetzt außer beim Treppensteigen, da klappern sie nicht. Da haben sie es irgendwie vergessen mitzusimulieren. Alter, wie weit wollen die noch runter? Ich bin doch sicher jetzt schon an die 50 Meter, wenn nicht sogar schon mehr, unter Erde. Und noch weiter. Alter. Und das machen sie einfach mal so... einfach geradeaus nach unten graben. Finde ich irgendwo durch seltsam. Also ich habe jetzt wirklich keine Ahnung von Minenbauten. Aber es kommt mir halt doch etwas ungereimt vor. Lass mich raten, die ist zu schwer. Ja. Einmal bitte. Keine Ahnung, wo ich jetzt die Fackel hinten halte. Hier. Kann auch eigentlich so einfach weiter. Wir gehen noch weiter runter, ne? Bis nach Moria und Balrog und... Ah, hier. Ich wollte jetzt nicht drunter springen, weil der liebe Kerl, der hat so seine... Ja, der ist jetzt vielleicht nicht gerade der, den man dafür kennt, dass der... Ah, glaube ich weiß sogar, wo wir sind. 100% sicher bin ich mir nicht. Aber es könnte sein, dass wir dort sind, wo wir mit der guten Dame reingegangen sind. Könnte sein, ne? Sieht sogar ziemlich danach aus. Oder einen Höhleneingang zumindest. Dann bitte die wieder aus. Ne, jetzt muss ich weg. Also wir sind nicht hier rein, aber wir haben uns hier mal umgeschaut. Das weiß ich noch. Oder haben wir da den alten Bruder gefunden? Ganz sicher kann ich es nicht mehr sagen. Jetzt ist natürlich hier die Frage, gibt es immer noch da die Problematik mit den Kumanen? Oder hat sie sich hier in den... okay, da tönt es irgendwie so, als wäre ein riesen LKW vorgefahren, der jetzt den Rückwärtsgang drin hat und beep, beep, beep macht. Hm.
Oh oh, ich gehe wieder. Ich habe genug gesehen. Ne, die haben mir die zu falsche Rüstung an. Ah. Da möchte ich jetzt nicht einfach reinstürzen und bin dann in 3 Schlägen wieder tot. Das ist nicht mein Ziel. Aber genau da müsste sich eigentlich in dem Gehöft müsste sich dieses A mit O befinden. Ich meinte unter anderem, genau hier haben wir ja für die eine Freundin irgendwas gebraucht, für die den Ring der, also Bianca, die ja so ein wenig unsere Liebelei war, wo es eigentlich eher mit der Antagonistin, die wir gesteuert haben, eigentlich fast besser gefunkt hat. Oder für meine Verhältnisse finde ich die ein weitaus passenderes Paar. Und stimmt, das habe ich nicht nachgeschaut, ob man homosexuell spielen kann. Gut, spielt jetzt nicht wirklich die große Rolle. Bei mir ist es einfach, wenn es geht, dann spiele ich meistens homosexuell, also gay. Weil, ich meine, ich bin es ja selbst, also, Aber wenn es halt nicht geht, dann, du, sei es drum. Ist halt so ein Mittelalterspiel und da machen sie halt so. Das sind die Kumanen, ja? Versuchen wir uns mal reinzuschleichen. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Okay. Wo komme ich jetzt raus? Hier. Oh. Oh, das tut jetzt weh. Das tut echt weh. Ich würde gerne schon nochmals hier hin, aber jetzt ein wenig direkter der Weg. Wir haben uns umgesehen, schön und gut.
mache ich sicherlich auch noch irgendwann fertig. Aber ja, die dämlichen Kumanen, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ah, wieso haben sie das nicht einfach komplett verlassen? Das frage ich mich halt. Das heißt, ich durch den Haupteingang wird es wahrscheinlich nicht wirklich gehen. Wenn wir Glück haben, können wir über den Weg mit dem Fluchtweg, den wir genommen haben, können wir versuchen, dorthin zu gelangen. Aber ich würde jetzt gerne das halt versuchen zu machen und auch ihm ja halt einen Rettungsschnaps verwenden, damit wir halt wirklich nicht immer von hier aus dann wieder loslegen müssen, weil das ist dann doch uncool. Und dann lieber sagen, okay, weißt du was, Rettungsschnaps von hier aus, dann die ganze Sache mal anschauen, versuchen uns durchzuschlagen. Aber die Kumanen, die muss ich versuchen anders auszuschalten. Und der hatte mich ja jetzt nicht gerade instant, aber doch verdammt schnell unten. Das ist natürlich dann... Ja, ich gehe jetzt... Ich versuche so schnell als möglich den Weg, den wir gegangen sind, jetzt nochmals zu machen. Vielleicht jetzt mit Ausnahme der Mine. Da würde ich jetzt dann sagen, okay, weißt du was, wir gehen da anders. Wir gehen da irgendwie von oben nach unten und gut ist. Aber der Rest an sich, kurz Schlösser knacken, Sachen mitnehmen, das passt soweit, das können wir machen. Aber mich nimmt es dann Wunder, wie willst du schlussendlich wirklich vernünftig stark genug sein und das durchzustehen? Na, ganz ehrlich, ich tue mich noch richtig, richtig schwer mit dem Kampfsystem. Das merkt ihr wahrscheinlich, dass ich da wirklich noch die größten Probleme habe, aber... Jetzt ist auch, komm, schneller, 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 schneller. Komplett wieder die Ausdauer verbrauchen. Gut, jetzt hier ein wenig leiser atmen, weil ich meinte, hier oben waren doch dann das kleine Außenpöstchen der Banditen oder Kumanen. Wenn ich es jetzt... Genau, das war hier. Dann sind wir hier eingebogen und haben uns mal da ein wenig den Waren gut getan. Nope. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber kurz aus dem Topf essen. Schade, dass es so eine Interaktion auch